Dann war zumindest der Tag für euch gut, für mich nicht. Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum. Bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Ho, 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 hallo. Dezember ist da und das kann nur eins bedeuten, Weihnachten. Sogar die Kranspiele sehen jetzt festlich aus, wirf mal einen Blick drauf. Na, der Weihnachtsmann persönlich hätte es nicht besser gekonnt, oder? Mach die Textbox zu. Ich sehe nur dich. Wie bitte? Ich meine, ich weiß ja, dass meine Erscheinung fesselnd sein kann. Aber so? Du meinst, ich bin im Weg, richtig? Tut mir leid. Ja, man sieht auch schön mehr X-Max im Hintergrund hier. Oh, und natürlich gibt es diese Woche lauter festliche Marken. Diese weihnachtliche Melinda gibt es nur in unserem Kranspielen. Wo denn sonst, gell? So ein Geschenk würdest du glatt auf deinem Wunschzettel setzen, oder? Und das komische Pinguin-Vieh hier. Der allseits beliebte Pinky ist zurück und er hat seine Freunde dabei. Diese Pose passt einfach immer. Das Chamäleon der Markenwelt. Ein gutes Kompliment für ein Chamäleon. Tolle Farbkombination. Also, wie ich schon gesagt, Leute, ich bin ja noch ein bisschen erkältet, deswegen mache ich die Stimmen nicht nach. Auch wenn ich es gerne machen würde. Ich hatte schon leicht, ja, das Gefühl, das, ja, das Verlangen dafür. Aber ich muss halt aufpassen, weil sonst fängt das Husten wieder an. Na, jedenfalls ist das Design Animal Crossing New Leaf festlich dekoriert. Auch wieder da. So. Achso, ja, hier, genau. So. Na. Du bekommst es kostenlos, wenn du 2 Euro ausgibst. Ist das nicht super? Ist natürlich jetzt immer so das Lustige daran. Man sagt, man bekommt was kostenlos, wenn man etwas bezahlt. Da kannst du mir gleich für 2 Euro kaufen, oder? Wie du siehst, verwenden wir die neue Eis- und Schneemann-Einrichtung. Und es gibt Pokémon von Typ Eis. Arctos, Seemobs und Gelatino. Ich glaube, die sind wiederholt, gell? Zudem gibt es exklusiv zum Winter Pokémon Schneemann-Marken. Die gab es, glaube ich, auch schon. Pikachu sieht als Schneemann richtig niedlich aus. Und dann diese Schals. Ja, lesen kann ich dabei trotzdem nicht irgendwie. Wir haben neue Dankesmarken. Set 12 ist da. Eine Marke, Eva, wenn du 1 Euro ausgegeben hast. Sie sind bis zum 30.12. um 3 Uhr erhältlich. So, und jetzt ist es an der Zeit für deine Gratisrunden, meinst du nicht? Und nach dem Wochenende gibt es sogar noch mehr, falls Bedarf besteht. Los geht's, schnapp dir ein paar dieser wunderbaren... Ich habe widerlich gelesen hier. Ja, ein paar dieser wunderbar winterlichen Marken. Oh Mann, ey. Ja, das ist halt auch diese Konzentration, wie gesagt, immer dieses leicht überlegen. Hoffentlich nicht husten, aber ja. Egal, erstmal gucken hier. Okay, wir haben hier Eismöbel. Wie man sieht, ist wohl Melinda hier richtig schwer zu kriegen. Weil, ja, das Teil müssen wir ganz normal hochheben, weil das ja hier links und rechts fest ist. Die Uhr wird schon runterfallen, wenn man nach links gehen würde. Die hier. Und wenn man das hier berührt, wird es eher umfallen und nicht hier runterfallen. Das wird lustig. Aber ich gehe ja natürlich trotzdem immer noch durch. Okay. Wobei ich mich ja frage, ich glaube, er gab es ja auch in einem anderen Kran schon, oder? Oder hat er nur ein anderes T-Shirt an? Kann natürlich auch sein. Und zwar mit Käfern. Das ist... Okay, das ist Bombe und Standard. Also, ihr wisst, was ich meine damit, dass, wenn man die Bomben gut platziert, dass man vielleicht mit 2, 3 Runden fertig sein kann. So ähnlich wie bei dem Kran mit Jakob. Also bei Halloween. Nur, dass da schon Marken locker waren und man ein bisschen wackeln konnte, um die wegzuschieben. Uiui, okay, hier. Hier wird es auch lustig. Ich meine, okay, die fällt runter, wenn man sie berührt. Aber ist halt die Frage, ob man sie halt ab hier greifen sollte. Weil, ja, die Marke sollte ja auch kein Problem sein und die zwei. Also man greift einmal rein, die fallen hier, wenn sie nicht vorher, es kann natürlich auch sein, wenn der runterfällt und dann an den stößt, dass halt sich hier verkeilen, dann hat man natürlich auch ein Problem. Dass man dann halt, ja, irgendwie an die dran kommt. Weil hier so reinzugreifen macht natürlich gar keinen Sinn, wieder reinzugreifen auch nicht, also müsste man vielleicht doch einzeln die Marken holen. Etwas schwierig. Und hier, oh, hier gibt es sogar goldene Rosen, auch nicht schlecht.
Wobei man hier natürlich gucken muss, dass man vielleicht erstmal den, ja, den Baum wegkriegt, weil der so groß ist. Oder wenn man Glück, nee, gut, wenn man nach links fliegt, muss man gucken, dass die Höhe stimmt, dass man auch über den Baum drüber kommt, damit der Baum nicht nach links geschoben wird. Ansonsten würde ich mir halt vorstellen, dass man hier reingreift, wenn man dann eine von den Marken bekommt, zumindest halt den Hasen hier, dass er vielleicht den Baum nach rechts schiebt und dann halt hier die Rosen mit. Das ist natürlich die Frage. Wäre natürlich ärgerlich, wenn dann hier zum Beispiel die Handschuhe übrig bleiben und dann hier liegen, um man dann halt Probleme hat, die zu greifen. Okay, ich hatte auch noch was mit Weihnachten zu tun irgendwie, keine Ahnung. Sieht so, ja, so, so bunt aus, so pink. Komm, wie soll man denn da ein bisschen reingreifen? Also ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall erstmal das hier wegholen, dass dann vielleicht die hier umfällt. Und dann müsste man hier sich das Sofa schnappen, dass dann vielleicht dann die Marken hier runterfallen. Und dann muss man halt gucken, wenn dann halt vielleicht noch die anderen Marken dadurch gelockert werden, dass dann die noch mit runterfallen. Vielleicht ein bisschen links und rechts bewegen und arbeiten. Aber das Sofa muss halt wirklich aus dem Weg, weil sonst kriegt man die anderen Marken nicht so gut. Hier haben wir wieder typische Standard. Wobei das Ding hier, glaube ich, schon umfällt, wenn man nur nach links geht, oder? Also dass es halt einfach links runterfällt. Na gut. Okay, hier haben wir auch wieder Sachen. Und das ist natürlich auch wieder so typisch hier, dass man hier das einem Angebot, dass es einem Angebot wird hier, dass man die Marke hier greift. Aber es kann halt einfach gut sein, dass sie einfach nach unten rutscht und man sie einfach nicht bekommt. Und man sieht halt, selbst wenn alles hier gelockert ist, bleiben die hier liegen, weil hier ist es ja wieder erhöht. Und da muss man natürlich gucken. Die hat man natürlich kein Problem. Aber ja, man sieht es ja. Und das sind alte neue Marken, ja. Da sieht man auch, dass ich ja die Geschenke schon habe. Wobei hier persönlich nur wichtig ist, die Pinguin zu bekommen, weil die anderen zwei Marken sind ja auch, ja, sieht man, die können ja dann von rechts runterfallen. Die könnte man auch irgendwann mal später einzeln greifen, je nachdem. Ja. Das hatte ich sogar mal im Training. Ist aber auch nicht so leicht. Aber man kennt ja diese Art von Kranaufbau, dass man halt hier reingreift, dass sie besten nach links und rechts weggeschoben werden. Und dass man halt dann den Rest einfach so greift. Und das kennen wir auch schon. Wobei ich glaube, ich hatte beim Training damals etwas Glück, dass ich das, glaube ich, sogar mit drei Runden, waren das, vielleicht komplettiert habe. Aber ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie ich es gemacht habe. Und hier kommen dann die ganzen Eis-Pokémon, die wiederholt werden, ja. Okay, alles klar. Und hier haben wir noch die alten Niki-Marken. Gut, okay. Dann muss ich ja mal gucken, was ich spiele heute. Wobei, warte mal, hier haben wir doch noch was. Stopp. ja. Ich bin nur Vollgas rechts, ganz links gegangen, oder? Frag mich nicht, keine Ahnung. Ja, das hier. Das hätte ich gerne damals so gehabt, dass hier Schlappohr hier runterfällt, aber leider ist es dann da oben liegen geblieben. Und dass man halt hier dann, wenn man halt hier die Marken einzeln greift, weil die zwei werden eher runterfallen, dass man dann sich dann nach und nach die Marken hier so einzeln holt. Und Pandia liegt halt immer noch da, weil ich es nicht geschafft habe, hier ja, Schlappohr zu greifen oder halt runterzuwerfen. Hier übrigens könnte man auch, das ist eigentlich persönlich ein schwieriger Kran, aber wenn man hier alles lockert, könnte man hier auch ja, mit links und rechts Bewegung mit viel Geduld alles runterwerfen. Dass halt wirklich dann die, ja, man greift halt hier so rein, dass halt die Marken sich lockern und dass dann die Blöcke nach und nach runtergeschoben werden. Aber ob man die Geduld hat, ich habe sie heute leider nicht. Also ja, ich kann keine 5 Stunden da rummachen. Wobei ja gut, das würde aber schon so, glaube ich, so 2-3 Stunden dauern. Aber was spiele ich denn dann heute? Wenn wir so viele Möglichkeiten haben. Ich könnte auch ganz simpel sowas hier spielen. Dann würde ich zumindest versuchen, hier vielleicht den, ja, den Igel und dann die Katze zu greifen. Wäre eine Idee, den haben wir ja komplett. Das hier wäre auch nicht schlecht. Ihr wisst ja, wir können ja den Wump runterwerfen. Aber ob man den Shy Guy kommt, ist natürlich eine andere Frage. Dann müssten wir den anderen Wump greifen und dann den Shy Guy am Ende, ja. Wäre vielleicht eine Idee, oder das hier. Dass man hier die Marken so ein bisschen lockert und dann runterwirft, zumindest die zwei. Wenn man es gut einstellt, kann es sogar als Kettenreaktion alles runterfallen, aber ja, ist halt so eine Sache. Ob das dann auch wirklich klappt. Und hier, ja, fehlen es leider auch noch. Leider die schwierigsten Marken fehlen uns hier. Ja gut, dann wie mache ich es am besten?
Möchte ich mir hier den Chai Guy holen? Nee, komm, wisst ihr was? Ich spiele das hier. Und ich hoffe, dass ich den Igel bekomme. Und dass die Katze nicht nach links in die Ecke fällt, weil das wäre dann wieder ärgerlich. Aber ja, probieren wir einfach mal aus. Ich könnte natürlich auch so reingreifen hier. Aber ich glaube nicht, dass er beide festhält. Man kennt es ja. So. Na, komm, greifen zumindest am Ohr. Ah, verdammt. Ist doch nicht wahr. Aber die Marken sind jetzt, glaube ich, locker, gell? Nee, wobei, es bringt nicht viel. Dass dann vielleicht hier das Luigi-Hemd runterfällt, aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Na, kommt, wisst ihr was, ich greife nochmal rein. Dass ich zumindest hier einen Anfang habe und hoffe dann beim Training was zu bekommen. Na, aber diesmal hast du ihn bitte. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das ist eine der ersten Marken, ersten Sets, muss man dazu sagen, dass das doch relativ einfach sein soll, aber irgendwie wollte der Greifer das nicht mehr festhalten. Ich habe dazu keine Worte. Aber gut, ja. Ist nicht zu wild, dann werden wir gucken, was beim Training abgeht. Na, Bobby? Ja gut, beim Training wird vermutlich der erste Kran vom heutigen Ding sein, also das mit den Eismöbeln. Von Melinda. Und das wird gleich garantiert lustig. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich ging eigentlich davon aus, dass wir diesen... Oh, die Musik. Okay. Nicht schlecht. Dim, 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 dim. Ja. Ja, ich bin... Ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber aufregen soll, weil, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch wirklich falsch gegriffen, dass der Kran nicht fest genug war. Keine Ahnung. Jetzt heute Trainingstagsspiel. Viel Spaß beim Üben. Und, tja nun. Soll ich trotzdem erstmal nach links gehen? Dass ich dann hier zumindest gucke, dass ich vielleicht das Teil hier greife. Wäre das vielleicht eine Idee. Na komm, machen wir einfach mal. Falls ich nichts bekomme, kann ich immer noch meine Sachen resetten. Jetzt muss ich wirklich wieder üben hier die, ja. Oh, okay. Wenn man hier Links-Rechts-Bewegung machen könnte. ich greife nochmal rein, dass ich dann zumindest das Teil hier bekomme. So, das sah schon besser aus mit dem Loslassen hier. Na, hast du das Ding auch? Eieiei. Na, ob er das schafft, ist natürlich die Frage. Ui. Okay. Alles klar. Nun, also mir wäre es lieber gewesen, wenn halt diese Uhr runtergefallen wäre, aber ja. Kann man wohl nicht mehr ändern. Dann werde ich... Was werde ich denn eigentlich machen? Ich glaube, ich werde trotzdem hier mal so reingreifen, dass er dann vielleicht zumindest die Uhr runterwirft und Melinda hochhebt. Hoffen wir es einfach mal. Wenn nicht, war das ein dummer Zug von mir. Oder hat er nur die Uhr? Kann ja auch sein. Ja, genau. So oder so wäre es halt auch selber rausgekommen. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Trainingsmarken hatte ich denn von gestern noch? Ist eine gute Frage. Na komm, halt sie fest. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Melinda, komm da raus. Naja, gut, egal. Dann war der Tag halt für mich heute wieder versemmelt. Aber für euch dann zumindest, ja... Wieder lehrreich, hoffe ich doch. Lernt aus meinen Fehlern. Ah. Ich glaube sogar, dass es zwei verschiedene... Oh, ich habe wieder einen Bonus. Okay, immerhin. Aber will ich jetzt unbedingt nochmal in diesen einen Kran da reingreifen? Das ist halt genau das, was mich jetzt stört. So ein bisschen. Dass ich, ja, dass ich halt zwei Runden in einen Kran genutzt habe, der nicht... Ja, bei dem ich keine Mark bekommen habe. Ich könnte noch ein bisschen links-rechts bewegen und zumindest versuchen, dass man dann vielleicht sagen kann, okay, ich krieg dann vielleicht jetzt Luigi-Ding jetzt. Werde ich dann einfach mal ausprobieren. Ansonsten werde ich halt gucken, dass ich vielleicht dann doch was anderes spiele. Ah, das war ja hier. Also, ja, bis gleich. Yay! So, das ging relativ schnell.
Aber ich glaube, ich kann den Kran hier jetzt leider vergessen, dass selbst wenn ich jetzt hier den Igel bekomme, dass am Ende die Katze übrig bleibt und ich dann sowieso den Igel irgendwann später holen muss. Ich glaube wirklich, bei dem Kran hier sollte man es so machen, dass man jetzt so reingreift, dass man diese beiden T-Shirts holt, dass man halt hier die Marken dann lockert und dann hoffentlich mit runterfällt. Und dann sollte man halt hier den Igel greifen, damit halt hier die T-Shirts nicht im Weg sind und dass halt der Greifer seine volle Kraft dann wirken kann. Das war halt mit zweimal das Problem. Und dass man halt mit der dritten Runde am Ende dann halt die Katze bekommt. Habe ich jetzt leider versemmelt. Aber deswegen werde ich jetzt auch einen anderen Kran spielen. Und zwar werde ich einfach mal hier reingreifen. Und werde einfach mal gucken, dass ich mir hier vielleicht das gelbe Modul hole. Also Super Mario Bros. Und dann vielleicht beim Fallenlassen hier dann noch die Marke mit runterwirft. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, auch egal. Dann war zumindest der Tag für euch gut, für mich nicht. So, greift das Ding. Alles klar. Mir jetzt schon, die Marken sind jetzt gelockert. Und wenn ich jetzt noch eine Runde hätte, dann könnte ich zumindest gucken, dass ich die Marken bekomme. Oder ich gucke halt auch nichts mehr, dass ich die dann einfach direkt greife. Aber das ist halt auch jetzt so ein Kran, wo man sich grob sagen könnte, okay, den könnte man auch nach und nach komplettieren. Zumindest die Marke können wir jetzt noch greifen. Aber die hier wird dann ein bisschen schwieriger dann am Ende. Aber besser so, als wenn ich dann wieder Marken greife, müsste ich sowieso dann, die ich dann eigentlich schon habe, sag ich mal. So, immerhin etwas, wenn auch nicht viel. Ich hätte lieber einen Kran komplettiert, aber man weiß halt vorher nie, ob man eine Runde bekommt beim Training. So, alles klar. Nein! Bis gleich. Ja, sorry Leute, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man da aus Versehen auf Bezahlen geht, dass man erstmal ewig geladen wird, deswegen habe ich das gerade rausgestrichen. Unnötig. Dass man halt vorher nochmal Nein sagen kann. Ich frage mich sowieso, dass es den Leuten nicht auf den Sack geht, die Geld bezahlen, dass man jedes Mal da irgendwie eine Minute Ladezeit hat, bis das was passiert. Aber gut, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder andere Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr heute gespielt habt oder wie bei euch das Training abgelaufen ist. Hoffentlich doch besser als bei mir. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.